Ich dachte eigentlich, wir tun uns leichter und gewinnen ein bisschen höher. Also wenn Lyon am Anfang die Chancen macht, dann wäre es noch mal schwer geworden. Also die hätten auch auf jeden Fall ein, zwei Tore verdient gehabt in der ersten Halbzeit. Paris ist eine super Mannschaft, ehrlich. Deswegen, da kommt es einfach drauf an, wer die Chancen auch nutzt am Ende. Ich meine, mit Neymar und Mbappé hat Paris super Spieler.